Freiburg im Breisgau. Die grüne und ökologisch pulsierende Stadt im Herzen des Schwarzwaldes ist bekannt für ihre Herzlichkeit und ihre bunte Schönheit. Doch zu all dieser Freiheit und Lebensfreude steht ein starker Kontrast. Im Osten der Stadt, genauer gesagt in Freiburg-Herdern, befindet sich eine Einrichtung, die von ihren Führern nur beschönigt als DHG bezeichnet wird. Das Droste-Hülshoff-Gymnasium. Umgeben von einer grauen Betonmauer werden hier nun seit 50 Jahren Kinder und Jugendliche unter dem Vorwand der von ihnen so bezeichneten Bildung täglich gezwungen, mehrere Stunden hinter dicken Mauern auszuharren. Vom Staat, durch die Schulpflicht unterstützt, übt die DHG enormen Einfluss auf die Erziehung ihrer Zivilisten aus. Also wir hatten eigentlich nie wirklich eine Chance, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Wir hatten hier kein Netz in der Schule, wir durften unsere Handys nicht benutzen. Und wenn wir es mal benutzt haben, dann wurde uns unser Handy wirklich mit Gewalt entrissen. Und es ging einfach gar nicht. Okay, also ich bin hier auf die Schule gekommen, als ich 11 Jahre alt war. Und wir saßen alle zusammen in einem großen Raum. Und dann haben sie angefangen, uns in Klassen einzuteilen. Und eigentlich wusste niemand so genau, was passiert. Und dann haben sie uns ins Zimmer gesteckt und seitdem bin ich eigentlich jeden Tag hier und ja, nur nicht an den Wochenenden. Und selbst da haben sie es irgendwie geschafft, Einfluss auf mich zu nehmen. Ja. Δεν ξέρω τι να πω. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω. Πρέπει να αρχίσουμε. Okay, θα αρχίσουμε τώρα. Έλα, πες. Also, ich kam hierher. Ich war 6 Jahre alt und mit 10 kam ich dann auf diese Schule her und ich dachte echt, es wird besser hier in diesem Deutschland. Aber es wurde nur schlimmer und schlimmer und dann... Unser ganzes Geld weg, unsere Ersparnisse, ja. Auf der Flucht. Wir durften kein Wasser trinken in der Schule, nichts essen. Oh, ich kann nicht mehr. Warte. Ja, ja. Deborah, Tina kann. Dax. Was damit ist mir? Vor Unterrichtsbeginn wird deutlich, was für erschreckende Auswirkungen der enorme Druck des Systems auf die Schüler hat. Der sogenannte Trainingsraum ist einer der vielen strafenden Mittel, die das System anwendet, um ihre Schüler zu Gehorsamkeit und Disziplin zu erziehen. Störenfried Labi, zu laut gelacht. Aha. Ach, der Labi, Sie kenne ich doch schon. Es ist jetzt schon das 11. Mal. Also bitte wählen Sie diesen Schein aus und das nächste Mal fliegen Sie. Die Schulleitung weiß Bescheid. Wir wurden ständig verglichen. Es gab einfach keinen Ausweg. Immer Test, Test, Test. Und es war so eine physische Anstrengung und Belastung und ich kann einfach nicht mehr. Herr Witz, ein bisschen schneller. Nicht machen. Zusammenreißen. Ständig sind die Leute in Ohnmacht gefallen und dieser blöde Cooper-Test, es muss doch eine Möglichkeit geben, ihn abzuschaffen. Ich kann nicht mehr. Schneller, Christopher! Mehr Motivation! Schneller, die Arme schneller drehen! Und die schneller, auf geht's, schneller die! Und umdrehen, einmal die andere Richtung! Ich kann nicht mehr. Die Forderungen nach Spitzenleistungen im Sportunterricht führen nicht selten zu einer massiven Rivalität zwischen den Schülern.
Also jetzt ist es ja so gewesen, am Anfang, ja, als ich hier in die Schule kam, da durften wir noch gar nicht vom Schulgelände, das war scheiße. Und irgendwann wurde uns das erlaubt, dann haben wir oben den Nutto, die Metzgerei, oben am Kirchplatz haben wir lieb gewonnen, weil das war der Lichtblick, ja. Nach 90 Minuten Mathematik erstmal gutes Fleischkäsebäckle mit Senf und Ketchup. Und irgendwann kam die Hiobsbotschaft, gell? Dann hieß es, der Nutto, ich nehme ihn, der Nutto hat zugemacht. Und dann ist man da hochgelaufen und dann war da nur noch gähnend der Leere, nicht mal mehr ein Fleischkäsebäckle. Ich meine, dass es wenig gab, weil es teuer war. Das war uns allen immer klar. Aber irgendwann gar kein Fleischkäsebäckle. Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich das Abitur trotzdem geschafft habe. Durch die Anmeldung spätestens einen Tag vorher suggeriert die DHG eine gerecht kommunistische Verteilung der Nahrungsvorräte. Für jeden eine Portion. Doch wie die Bilder anders zeigen, kommt es immer wieder zu Essensknappheiten und somit zu einem Streit zwischen den Schülern. Jedoch ergibt sich aufgrund der schlechten Lern- und Lebensverhältnisse in der DHG ein rebellisches Verhalten bei immer mehr Schülerinnen und Schülern. Die Anordnung wird in diesem Falle sowohl durch die Banane in der einen als auch das Buch in der anderen Hand willentlich übergangen. Eine andere Form des Auf- und Widerstandes ist das Verlassen des vorgeschriebenen Geländes, das Konsumieren gesetzlich verbotener Drogen und das Tragen ausgefallener Jugendkleidung, die nicht der auferzwungenen Uniform entspricht. Ide ültettek a kamera elé, megkértek, hogy mondjak valamit, mintha valami szakember lennék, aki hozzáért. Igazából nekem tetszett az idő, amit itt töltöttem az iskolában. 8. osztályban kerültem ide. Pozitívan tudok beszélni a dologról. Also für mich das größte Problem war einfach, wenn man diese Ideologie nicht gut findet oder eine andere Art hat, dann kann man hier überhaupt keinen Anschluss finden. Also die Schule ist da sehr stark gegen einen. Aber eben auch das soziale Umfeld, was eben die Schule auch gut findet eben. Also man kann sich hier nirgendwo eingliedern und kann eigentlich nur noch in die Natur flüchten, weil da kein Mensch ist. Das ist ein großes Problem. Wir waren gefangen im Nationalstaat. Niemand konnte die Grenzen Deutschlands verlassen. Wir haben von anderen Schulen gehört, die ins Ausland gehen. England, Italien, alle überall hin und wir im grauen Deutschland. Warum ist das Leben so grau? Wir hatten keine Chance, hier rauszukommen. Deutschland war unser Gefängnis. Sag doch auch mal, wie ging es dir damit? Ich würde so gerne ins Ausland. Aber alles in allem, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Was? Doch, auf allem positiv. Die Wasserspender, das Klettergerüst.